Willkommen zu dem Video, ich bin Eva und in dem Video geht es um die Beziehungsdynamik von Steve und Miranda. Das ist zwei Charaktere aus einer TV-Show, also Sex and the City, und zwar von der, die schon ganz, ganz alt ist. Also es gibt ja diese Neuverfilmung und auch Filme, aber die meine ich nicht. Also es geht tatsächlich um die alte. Wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, egal. Also es geht um diese Beziehungsdynamik. Und zwar ist es so, Miranda ist eben dieser Charakter, super erfolgreiche Business Frau, weil sie ja, ich glaube sogar einen Harvard-Abschluss hat und auch einfach auf ihre Karriere fokussiert ist und die Karriere sie erfüllt. Also natürlich, sie ist gestresst davon, aber sie mag es auch. Sie ist Anwältin und sie mag einfach dieses Anwaltsleben, dieses gestresste 100 Stunden Arbeitswoche praktisch. Und sie ist einfach die Person. Und dann gibt es Steve. Steve ist das Gegenteil von Miranda. Also Steve ist Bartender, also arbeitet in einer Bar und ist einfach ganz zufrieden mit der Arbeit. Verdient nicht so viel, hat eine ganz kleine Wohnung. Miranda hat eine ganz große Wohnung. Er hat viel Geld sich selbst erarbeitet und Steve hat eben diesen Drive, diese Ambition nicht. Und Steve ist aber sehr, sehr warm, sehr weich, sehr lustig. Und Miranda ist eher sehr, sehr hart und sehr wenig weich. Und dann passiert es, dass sich die zwei Personen treffen. Und zwar Miranda geht in eine Bar und sieht dort Steve. Und am Anfang von der Beziehung ist es, finde ich, richtig süß, weil die zwei sich sehr, sehr komplementieren. Also Steve gibt Miranda so ein bisschen dieses Weiche und Miranda ist sehr, sehr verschlossen, aber Steve hilft ihr ein bisschen zu lockern und so ein bisschen aufzutauen und es ist echt süß, das zu sehen und die zwei mögen sich auch richtig gerne und man sieht einfach diese Liebe zwischen den zwei Charakteren. Am Anfang echt süß, aber und ich glaube, deswegen mögen die zwei sich auch, weil sie eben sehr komplementär sind und auch das jeweilige Gute aus der anderen Person rausbringen. Aber was dann passiert, zumindest ist es meine Ansicht, Dinge, ist, dass es nicht so gut wird in der Beziehung, weil ich glaube, Miranda sich ein bisschen in der Beziehung verliert. Ich glaube, dass beide Personen sind sehr, sehr verschieden, also eigentlich komplette extreme Gegenteile in dem Bereich. Und ich glaube, dass für eine Beziehung kann es ganz schwer werden, weil zum Beispiel Steve, weil einfach er als Person nicht diese Ambition hat, nicht diesen Drive hat, nicht diese Ambition hat, ist zum Beispiel, was er am Wochenende gerne macht, ist einfach Fernseh schauen, im Bett liegen, ratschen. Das von Miranda, finde ich, habe ich so die Meinung, will sich da so ein bisschen einfügen. Also sie will auch im Bett liegen und so ein bisschen nichts tun, in Anführungszeichen, aber man merkt einfach, wie unruhig sie ist, weil einfach das nicht ihrem Naturell entspricht. Also man merkt einfach, wie sie eigentlich was anderes machen will. Oder wenn Steve Fernsehen schaut, regt sich Miranda ganz viel auf, weil sie halt für ihre Arbeit vorbereiten muss. Und ich finde, man merkt einfach, wie unterschiedlich die zwei Personen ist. Und ich glaube, das hat es nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist zu sagen, dass Liebe ist nicht genug. Also auch wenn zwei Personen sich ganz, ganz gerne mögen und lieben, dann ist es einfach nicht genug für eine Beziehung. Weil in einer Beziehung, du brauchst diese Kompatibilität. Weil sonst kann es eben passieren, wenn du diese Kompatibilität nicht hast, dass du dich in der Beziehung verlierst. Dass du dann irgendwann aufwächst, nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren sogar, und dir denkst, die Beziehung, das Leben ist absolut nicht, was ich will. Das entspricht nicht meinem Naturell. Und du hast dich da ein bisschen, oder du hast dich sehr verloren in der Beziehung. Und ich glaube, das ist so mit Miranda passiert, weil sie einfach am Schluss ist von dieser Karrierefrau, die das toll fand, Karriere zu machen, ist dann eine Mama geworden, die gestresst ist, die Wäsche macht, die auch Steves Wäsche macht und dann auch im Endeffekt noch ihre Karriere macht und einfach komplett ausgelaugt ist und einfach nicht zufrieden ist. Und auch sie hat sich zum Beispiel sehr, sehr hart gearbeitet, damit sie sich diese Wohnung in dem schönen Bereich von New York leisten kann. Und weil Steve eben nicht diese Ambition hat und einfach zufrieden ist mit einem Job, der wenig Geld verdient, kann er dann, wenn sie ein Kind bekommen, natürlich nicht finanziell dazu beitragen. Das heißt, sie ziehen in ein Viertel, das Miranda gar nicht schön findet, und man sieht einfach, wie Miranda, finde ich, einfach unglücklich in der Beziehung ist, weil sie einfach mit einer Person zusammen ist, die komplett unterschiedlich wie sie ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig zu sehen,
dass Liebe einfach nicht genug ist, sondern dass Kompatibilität wichtig ist. Natürlich, ich glaube, dann in den Filmen irgendwann ändern sie auch wieder die Charaktere und dann macht wahrscheinlich die Beziehung ein bisschen mehr Sinn. Aber ich glaube, in der Realität ist es schon so, dass wenn zwei Personen so stark unterschiedlich sind, dann ist es einfach zu viel. Dann auch wenn beide Personen Kompromisse machen, dass zum Beispiel Steve sagt, okay, am Wochenende schauen wir nicht Fernsehen, sondern keine Ahnung, wir arbeiten, dann wird Steve unglücklich sein und hat dann irgendwann Hass auf Miranda, weil er einfach nicht er selber sein kann. Und Miranda natürlich auch, wenn sie Kompromisse macht, die ihr nicht, die einfach zu viel sind, zum Beispiel am Wochenende Fernsehen schauen, dann fühlt sie sich natürlich auch super unwohl, weil beide Personen einfach nicht zusammenpassen. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtige für Leute zu lernen, dass man sich selber kennenlernen muss, sich selber sehen muss, wer bin ich als Person, welche Werte vertrete ich. Und es gibt kein richtig und falsch. Es ist nicht, okay, du bist eine Mama, du bist mehr wertvoll als jemand, der Karriere machen will und keine Kinder haben will. Oder du hast viel mehr Geld, karrieretechnisch, du bist nicht mehr wert als jemand, der, weiß ich nicht, wo arbeitet, zum Beispiel für Kinder mit Beeinträchtigung und einfach weniger verdient. Also es gibt kein richtig und falsch, es gibt nicht mehr Wert, weniger Wert. Es gibt einfach, wer bist du als Person und welche Werte vertrittst du, wie willst du deine Zeit verbringen? Und dann ist es wichtig, so einen Partner zu suchen, der diese Werte eben auch vertritt. Das heißt, wenn du einen Wert hast, deine Arbeit ist für dich das Wichtigste, weil du einfach Erfüllung durch deine Arbeit verfindest und deswegen einfach 15 Stunden am Tag arbeiten willst, aber dich gut damit fühlst, dann ist es so wichtig, dass du einen Partner findest, der diese Werte ebenfalls vertretet. Zum Beispiel, dass ihr beide zusammen eine Firma gründet, dass ihr Zeit miteinander verbringen könnt und diese Firma aufbauen könnt oder dass ihr einfach diese Werte ähnlich habt. Oder wenn du eine Person bist, die gerne viel Zeit in der Familie verbringt, dass du einen Partner hast, der auch Zeit gerne in der Familie verbringen will. Und ich glaube, es gibt natürlich nicht die Person, wo du 100% überall kompatibel bist, aber du musst schon eine Person finden, die einigermaßen kompatibel ist. Weil wenn du das nicht hast, dann kannst du so enden wie Miranda, dass du irgendwann aufwächst und du denkst, okay, das Leben, das ich jetzt habe, mit Kind und mit Wohnung, die ganz voll ist und mit einem Ehemann, der nicht wirklich beiträgt, das ist einfach nicht das Leben, was ich wollte, weil du dich einfach verloren hast so ein bisschen. Und ich glaube, das Wichtige, was ich so davon mitnehme, ist erstens, Liebe ist nicht genug, schau dir, was ist Kompatibilität, wer bin ich und was macht mir Spaß in einer Beziehung, was macht mir nicht Spaß in einer Beziehung und auch zu schauen, ist Steve überhaupt kompatibel? Weil ich glaube, so am Anfang war Steve so die coole Person, die so richtig nett war. Und dann ist Steve aber zu einer Person geworden, die einfach so wie so ein Kind war. Also Miranda hat dann seine Wäsche auch noch gewaschen. Und da hat man richtig diese Dynamik auch gespürt von Mutter-Kind. Also Miranda war dann wirklich so wie eine Mama zu Steve. So, ja, hast du schon gegessen oder sowas? Und da wäre es auch wichtig, sie zu fragen, okay, erstens, Miranda sollte sich fragen, warum übernehme ich diese Rolle für Steve? Vielleicht hatte sie in der Kindheit, hat sie sich um ihre Mama gekümmert oder um Geschwister gekümmert und hat da diese Validierung oder diesen, weiß ich nicht, wie man sagt, aber hat da praktisch dieses Gute davon bekommen und versucht das jetzt in der Beziehung mit Steve umzusetzen oder Steve auch, warum verhältst du dich wie ein Kind, warum kannst du nicht aufräumen, deine eigene Wäsche machen, gesunde ernähren, Sport machen etc., warum bist du ein Kind, das sollte sich Steve auch praktisch Gedanken machen, warum er so ist und einfach diese Reflexion auf beiden Seiten haben, damit man diese Dynamiken verändern kann, damit man sagen kann, okay, funktioniert das nicht, welchen Anteil habe ich dabei und nicht zu sagen, okay, der Partner ist einfach der Schlechte, sondern zu sagen, warum bin ich Teil von dieser Dynamik, warum und wie kann ich das verändern? Also zum Beispiel in dieser Dynamik Mutter-Kind zu sagen, okay, was ist in dieser Dynamik, was ich verändern kann? Zum Beispiel Miranda, ich kann mich mehr zurücknehmen, ich kann mich mehr auf mich fokussieren, ich kann auch die Weiblichkeit in mir, dieses Sanfte, dieses Gutmütige in mir fördern. Und ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich das Beste, was
passieren hätte können, dass Miranda sagt, okay, ich brauche unbedingt dieses, weil ich so busy bin in meinem Job, ich brauche unbedingt diese Leichtigkeit, bisschen diese Weiblichkeit und diese Sanftheit, die ich von ja, die ich einfach unbedingt brauche, und dass man dann zur Therapie geht und sagt, okay, wie kann ich das in mir selber fördern, weil man dann einfach nicht so abhängig ist von einer anderen Person und dann auch sagt, okay, dann ist man ein bisschen freier in der Person, mit der man zusammen sein will, eventuell, und muss nicht eine Person wählen, die so extrem das Gegenteil ist. Genau, sondern dass man so selber diese Sachen ein bisschen in sich fördert, und das muss ich immer noch bei mir selber auch lernen. Zum Beispiel früher war ich ganz, ja, ganz, oder fand ich das ganz attraktiv, wenn jemand sehr, sehr ambitioniert ist. Und das will ich natürlich für mich selber auch mehr kultivieren. Und diese, ja, deswegen glaube ich, ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Also was denkt ihr von dieser Beziehung? Habt ihr euch schon mal in einer Beziehung verloren? Habt ihr schon mal jemanden gedatet, der komplett das Gegenteil von euch wart, also zum Beispiel ihr sehr ambitioniert, der Partner gar nicht ambitioniert, oder vielleicht ihr, weiß ich nicht, sehr, was gibt's noch, sehr into Mode, also dass ihr Mode gern mögt, und dann habt ihr jemanden gedatet, der gar nichts mit Mode oder Stadt oder so zu tun hat. Habt ihr schon mal ein Gegenteil gedatet? Wie ist das gegangen? Habt ihr Kompromisse finden können, oder habt ihr euch irgendwann mal auf der Couch gefunden und dann gedacht, was mache ich in dieser Beziehung? Genau. Habt ihr euch schon mal verloren, nicht verloren? Wie war das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und genau, man sieht sich im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt es dem Video einen Like, abonniert den Kanal und man sieht sich. Okay. Und schaut auch in die Infobox, vielleicht, ob ich irgendwie Produkte oder so anbiete. Genau, man sieht sich.